Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der BerlinCon am Stand von Oink Games und ich habe die Laura getroffen. Und Laura, ihr hattet ja letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr mit Oink Games. Ihr habt sehr auf euch aufmerksam gemacht, zum einen mit Hey Yo, was den Inno-Spiel gewonnen hat, und zum anderen natürlich auch mit Scout, was wir ja nominiert haben zum Spiel des Jahres. Erzähl doch mal, wie war das Jahr für euch? Ja, es war für uns auf jeden Fall ein super Jahr. Jetzt, also wir haben das Gefühl, auch Leute, die normalerweise nur sporadisch spielen oder so, kennen uns jetzt. Das ist natürlich toll. Und es kommen natürlich auch bei solchen Messen jetzt Leute zum Stand, die sagen, also wir kennen Scout, was gibt es denn noch? Und das ist natürlich klasse. Also generell dieser Bekanntheitsgrad ist auf jeden Fall jetzt gestiegen. Das ist super für uns und wir freuen uns immer noch. Und es läuft auch immer noch sehr gut, also Scout und auch generell. Ja. Ja, fangen wir mal vielleicht mit Hey Yo an. Ja. Hey Yo ist ja ein Spiel, was den Innovationspreis gewonnen hat, was also ein innovatives Spiel ist, weil es so ein kleines musikalisches Element drin hat. Ja. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie habt ihr das entwickelt und wie habt ihr das gefunden? Weil das muss ja auch in eure kleinen Packungen reinpassen. Ja. Ja, wie schwierig war es da eigentlich, so ein Soundelement für zu finden? Also erstmal beruht das Spiel tatsächlich ja auf einem anderen Spiel von einem japanischen Autor. Das war noch ohne so eine Maschine. Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie das dann, ob die dann einfach alle so. Aber das zu finden, ist also generell für unsere Schachteln, so die ganzen Komponenten zu finden, ist immer schwierig. Es ist immer viel Planung. Passt es jetzt? Passt es nicht? Es passt auch oft erstmal nicht. Da muss noch irgendwas abgeändert werden. Aber ja, so diese kleinen Maschinen, die gab es tatsächlich. Und die haben wir dann direkt genutzt dafür. Also. Ich stelle mir es auch schwierig vor, bastelt ihr dann Prototypen und habt die Packung und guckt dann, wie passt das rein, wie muss ich das reinlegen oder wie stelle ich mir das vor, dass das da so reinpasst? Also ja, ihr müsst euch wirklich vorstellen, in Japan gibt es ja, also die Boxgröße ist ja immer gleich, das ist ja gut. Und dann werden erstmal Komponenten, also in der Spielplanung werden die Komponenten aus anderen Spielen teilweise genommen oder die haben auch in Japan so ein Cutting, Holz-Cutting-Werkzeug und auch ein 3D-Drucker und so. Und da wird dann ein bisschen mit getestet. Und ja, dann fällt oft zwischendurch dann auf, die haben sich gedacht, das passt alles rein, aber dann passt es aus irgendeinem Grund dann irgendwie doch nicht, weil die Fabrik dann vielleicht die Karten etwas dicker machen muss oder so. Und dann muss alles nochmal irgendwie abgeändert werden. Und das ist immer echt ein Prozess. Also deswegen dauert es auch manchmal, also es dauert generell eigentlich ja nicht so lange, aber für mich gefühlt, die ja den Prozess mitkriegt, ist das eine sehr lange Phase und danach geht es dann immer relativ schnell. So. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über Scout sprechen. Scout wurde nominiert zum Spiel des Jahres. Nimm uns mal mit nach Japan. Ist dieser Preis da bekannt oder was bedeutet es jetzt für einen japanischen Verlag, nominiert zu sein? Also der Preis Spiel des Jahres in Japan ist erstmal in der Massenbevölkerung nicht bekannt, aber bei den Spielern auf jeden Fall schon. Also japanische Spielefans kennen das und die erkennen auch das Logo, auch wenn es auf Deutsch teilweise draufsteht. Und ja, das ist auch in Japan für uns gut gewesen, auf jeden Fall. Bleiben wir nochmal bei Scout. Ja, wie läuft denn Scout? Ich nehme an, ihr habt es immer noch dabei. Ist ja jetzt ein Jahr her seit der Nominierung. Wie ist es euch mit Scout ergangen seitdem? Also ja, wir haben es auf jeden Fall immer noch dabei. Es wird noch oft gefragt. Es ist wie gesagt so der Einstieg für viele jetzt in Oink Games. Und ja, also es ist jetzt natürlich nach der neuen Nominierung etwas weniger als letztes Jahr, was ja aber zu erwarten war. Aber es läuft weiterhin sehr gut und wir kriegen viel gute Resonanz zurück. Spielt eigentlich das Thema Erweiterung bei euch eine Rolle? Also ihr habt ja die kleinen Schachteln und da passt das Spiel rein. Eine Erweiterung würde niemals auch noch zusätzlich reinpassen, zumindest bei den allermeisten, gehe ich mal von aus. Ist das trotzdem ein Thema bei euch? Ja, also es gibt auch schon ein paar Spiele, die eine Erweiterung haben. Es gibt zum Beispiel von Tiefseeabenteuer einen zusätzlichen Würfel, den man mit einem der ursprünglichen Würfel ersetzt. Das ist natürlich doch eine kleine Erweiterung, aber jetzt bei unserem neuen Spiel Make the Difference, da gibt es auch eine Erweiterung,
nicht in die Schachtel noch rein, das ist dann extra. Also der Würfel passt natürlich schon mit rein, aber bei Make the Difference jetzt nicht. Aber an sich passiert das schon, aber wir denken jetzt nicht so jedes Mal darüber nach, komm, jetzt müssen wir noch eine Erweiterung machen. Das kommt dann entweder so oder auch nicht. Ja, du hast Make the Difference schon angesprochen, war eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was ist das denn für ein Spiel und ist es jetzt hier auf der BerlinCon erschienen oder seit wann ist es da oder erscheint es noch? Also ich habe es schon auf mehreren Messen dabei gehabt, hier jetzt auch, allerdings noch nicht in der deutschen Version. Es sind deutsche Regeln mit drin jetzt auch momentan schon, aber letzte Woche ist auch das Schiff angekommen mit der deutschen Version. Und es gibt jetzt auch die deutsche Version. Und das habe ich jetzt hier noch nicht, aber in Essen gibt es noch 4 neue andere. Aber genau, also es kommt dieses Jahr noch ziemlich viel, aber erstmal zu Make the Difference. Es geht darum, jeder kennt ja diese Fehlersuchbilder, so aus Zeitschriften und so. Und man macht jetzt quasi als Spieler seine eigenen Fehlersuchbilder. Man hat also 10 verschiedene Motive in dem Spiel. Also als Vielfaches und jeder sucht sich dann ein Motiv aus, nimmt 2 Blätter davon und malt quasi in das Motiv 5 Fehler rein. So, und wenn man dann dran ist, dann legt man das Original neben das, ja, die Fälschung sozusagen, tut auf die Fälschung noch so eine durchsichtige Platte drauf, damit man auch auf jeden Fall nicht sehen kann, wo da der Stift war oder so. Und dann haben die anderen Spieler 1 Minute erstmal Zeit zu suchen und in dieser Minute kriegen nur die Spieler, die dann einen Fehler finden, 1 Punkt pro Fehler. Aber in der ersten Minute werden meist, also sehr, sehr selten, alle 5 Fehler gefunden und dann geht direkt die zweite Minute los. Da kriegt dann der Zeichner dann auch schon jeweils 1 Punkt für einen gefundenen Fehler, der andere aber auch, der es gefunden hat. Und nach 2 Minuten ist Schluss. Und wenn dann noch Fehler da sind, dann ist es wichtig, dass die möglichst groß sind, weil dann gibt es nämlich so ein kleines Messgerät und dann kann man noch extra Punkte kriegen. Und dann ist jeder einmal dran mit seinem Fälschungsbild sozusagen. Und wenn alle einmal dran gewesen sind, dann werden die Punkte zusammengezählt. Wer war der beste Entdecker, wer war der beste Zeichner und so weiter. Klingt auf jeden Fall auch wieder sehr innovativ und ich finde ja immer spannend, was für Spielspaß und Ideen ihr tatsächlich in diese kleinen Schachtel reinmacht. Wobei die Schachtel von Make the Difference ist, glaube ich, ein kleines bisschen größer wie die normalen. Sogar doppelt so groß. Was ja immer noch ein kleines Spiel ist, aber für euch natürlich groß. Ja, jetzt hast du schon 4 weitere Spiele angekündigt. Magst du mal so einen kleinen Abriss darüber geben, was das für Spiele sind oder zumindest von denen, wo du schon was sagen darfst? Ja, jetzt muss ich gerade mal eben überlegen, was ich sagen darf. Also es kommen auf jeden Fall nicht Erweiterung, sondern eine Zweitversion, eine schwerere Version von einem Spiel, was eigentlich nur in Japan rausgekommen ist, nämlich Nine Tiles. Wir haben auch schon Nine Tiles Panic gehabt, das ist auch nochmal anders gewesen, aber jetzt kommt noch Nine Tiles Extreme. Das ist jetzt nochmal etwas schwieriger. Es ist ein schnelles Spiel. Das kommt im Essen. Da muss man möglichst schnell etwas nachbilden, sag ich mal, mit 9 Plättchen, deswegen Nine Tiles. Und dann kommt noch ein Spiel von unserem Autor, der immer, also bei Oink Games ist unser Chef sozusagen, und Bruno Faidutti aus Frankreich. Die haben zusammen, also auf Englisch heißt es Whale to Look, auf Deutsch wird es Guckwal heißen. Und das kommt in Essen, da geht es darum, alle Spieler sind so Whale-Watching-Schiffsunternehmen. Und man hat dann auf dem Tisch so rautenförmige Karten, wo immer Fischbestände drunter sind. Und man weiß, es gibt den Orca-Wal und den anderen Wal, der weiße Wal. Und der Orca-Wal ist immer da, wo wenig Fische sind. Der andere Wal ist immer da, wo viele Fische sind. Und man weiß aber nur nach und nach selber, wo welche Fische sind. Und alle anderen können aber auch unter diese Karten gucken. Und dann muss man auch so ein bisschen gucken, was wissen die anderen denn jetzt? Wo fahren die mit ihren Schiffen hin? Und man muss halt am Ende da sein, wo die Wale auftauchen, damit man viele Punkte bekommt. Das ist auch sehr cool. Also das kommt auf jeden Fall noch. Und dann kommen noch, also ja, eine neue Version von Town 66, nämlich Town 77. Die
ersetzt im Grunde Town 66. Ist aber vom Prinzip das gleiche Spiel, also ist nur nochmal die verbesserte Version sozusagen. Und dann kommen noch zwei andere, wo ich nicht sicher bin, ob ich das schon sage. Okay, dann lassen wir die Spannung ein bisschen aufrecht. Genau, dann bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich wünsche euch hier noch eine erfolgreiche BerlinCon und dann natürlich auch noch ein weiteres erfolgreiches Jahr. Vielen Dank, das freut mich.